Herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2. Wir nähern uns immer weiter dem Ende. Wir sind nämlich beim Trugsschloss. Das Schloss eines schwerreichen Weltenbummlers, gefüllt mit Schätzen aus aller Welt. Viel interessanter ist jedoch die immense paranormale Energie, die in seinen Mauern ruht. Die E1, der Haustürschlüssel. Dieser Palast ist ein wahrhaftiger Hexenkessel paranormaler Energie. Suche das Finstermundstück, aber gib gut auf dich acht, mein Junge. Luigi, das letzte Finstermundstück scheint zu schlummern. Schluck. Im alten Trugschloss. Jünger Bau trägt seinen Namen völlig zurecht. Ein wahrlich sonderbares Gemäuer. Bisher hat es sich jeder tieferen ektografischen Erforschung entzogen. Dennoch wurde dort die stärkste paranormale Energie aller Zeiten gemessen. Aller Ewigkeiten gar. Kein vernünftiger Mensch würde dort einen Fuß hineinsetzen. Aber zum Glück lässt du dich von solchen Schauermärchen ja nicht beirren, haha. Unser Glück, wenn du das Finstermundstück nicht finden kannst, kann es nämlich keiner. Aber nur nicht verzweifeln, du musst auch das Gute an der Sache sehen. Du hast einen wunderbar buschigen Schnauzer. Verzeih mir, motivieren ist nicht gerade meine Stärke. Hier hast du jedenfalls den Haustürschlüssel des Trugschlosses. Warum hast du den Schlüssel? Und nicht verlieren, hörst du? Sonst ist die Reise nämlich am Haupteingang zu Ende. Oh nein, das hört sich schon schlimm an. Bei all der Spukaktivität dort ist es mir leider nicht gelungen, das Finstermundstück zu orten. Du musst dich wohl oder übel auf deinen eigenen Riecher verlassen. Viel Glück, Luigi. Du wirst es brauchen. Danke fürs Angstmachen. Wie soll ich denn den Schlüssel verlieren? Es wird irgendwas passieren darauf. Wette ich. Der scheiß Hund ist nämlich auch noch frei. Polterpinscher. Oh nein, kein Balancieren. Das sieht aber auch echt nicht so freundlich aus. Also, selbst wenn ich das Geld für dieses Schloss hätte, ich würde es mir auf gar keinen Fall kaufen. Vor dem Schloss. Alter, warum bricht ihr denn alles zusammen? Stellt euch vor, ihr habt ein Schloss und müsst einfach, um dorthin kommen, balancieren über solche kleinen Steindinger. Überhaupt nicht gefährlich, nein. Ja, seht ihr? Warum boxelt er mich nicht gleich hierher? Ich meine, jetzt muss das doch so, oder nicht? Was sind das hier für Statuen? Keine Ahnung. Geh mal rein. Oh nein, wenn ich schon eine spezielle Animation sehe, es wird irgendwas passieren. Ich wette da drauf. Ich hasse es, wenn ich recht habe. Tu es nicht. Lass ihn liegen. Schade. Ja. Ach komm schon. Wenigstens öffnen sich die Tore. Irgendwas Positives muss es ja haben, ne? Warte mal, was ist hier drüben? Nix, okay. Oder? Wirklich nix? Wir können schon mal einen Blick hineinwerfen. Möchte ich das? Nein, scheint tot! IGF, was? Was? König Buu? Damit ist es klar. Er ist da. Hey, was machen die mit dem armen Toad? Was? Die spielen mit dem, lassen ihn frei, nur um ihn wieder einzusperren? Wie krank ist das? Nee, ich möchte da nicht mal reingucken. Hier ist wirklich was. Danke. Nehme ich gerne. Alter, was ist denn mit euch los? Ja. Hier sieht man... Nee, es fehlt hier nichts. Ah nee, hier ist einfach nur so ein Vorhang. Wenn ihr wisst, was ich meine hier. Das sah schon so komisch aus. Ich dachte aber eigentlich, das ist irgendwas mit der Düsterlampe zu tun hat, aber ne. Euch hasse ich sowieso, ihr nervt mich immer nur. Oha, ein Geldgeist.
Hatten wir jetzt auch in letzter Zeit gar nicht mehr so oft. Nein. Aber die Geldgeister kommen mir hier nicht wirklich schwer versteckt vor, oder? Bilde ich mir das nur ein. Aber wo soll ich denn hin? Irgendein alter Brunnen, der sieht jetzt mir nicht so sympathisch. Okay. Dann machen wir das halt einfach. Lass, geh da runter. Da wird bestimmt nichts Böses sein. Wo sind wir jetzt? Irgendwo im Untergrund wahrscheinlich, ne? Brunnen. Okay. Also wer sich hier freiwillig aufhält, weiß ich auch nicht. Also ich meine, Luigi macht das ja nicht wirklich freiwillig. Er wird ja gefühlt gezwungen dazu. Ja, ja. Moin. Wie immer können wir mit der Düsterlampe die Spur des Polterpinschers verfolgen. Hier ist der Knochen, das ist sehr sympathisch, damit er mir wenigstens auch mal was Gutes tun kann. Okay, er ist irgendwie da reingekommen. Achso, hier, ganz logisch. 3 Juwelen gibt es hier übrigens zu finden. Ja gut, euch habe ich ja schon fast gesehen. Und natürlich auch mindestens, das heißt mindestens, natürlich einen Buhu gibt. Das war so klar, dass du mich triffst. Noch mehr Geister. Was ist denn eigentlich mit dir? Okay. Du Asi. Ja, egal. Hauptsache, dass ihr es irgendwie geschafft. Warte mal, was ist denn hier? Achso, von hier sind wir gekommen, okay. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen auf die Karte gucken. Ach, Tunnel. Ich nehme mal an, hier dran drehen. Dann öffnet sich das Tor, okay. Müssen wir schnell sein, ja? Hä, wo bin ich denn jetzt raus? Hä? Ich glaube, ich stelle mich am besten hier irgendwie hin. Dann bin ich relativ nah da dran und kann auch ganz einfach rennen. Achso, okay, damit komme ich zurück. Also bislang ist mir das Druckschloss auch sehr, sehr unsympathisch. Wie soll ich da dran kommen? Keine Ahnung. Naja. Was ist das hier schon wieder? Zeremoniesaal. Ach, hier. Damit können wir das machen. Wir nehmen das Ding mal kurz mit. Damit können wir das hier anbrennen. Was jetzt? Meine... Wollt ihr Feuer? Oh ja, hier ist irgendwas mit Feuer. Das hier dann auch, oder? Ja. Kann ich das da auch anzünden? Ja. Ach so, das... Ach so, okay. Was jetzt? Kann ich da hoch, oder wie? Ne, da kommt einfach ein Ritter hoch. Okay, alles klar. Ja, hey, das frage ich mich auch schon irgendwie über das ganze Spiel. Och nee, irgendwie war das so klar, dass wir hier gegen Ritter kämpfen müssen. Wie machen wir das jetzt? Teppich wegziehen? Ja, relativ einfach. Aber das war halt nicht der einzige, leider. Moin, komm mal her. Komm mal her, mein guter Alter. Was? Der hat mir mega viel Damage gemacht. Übrigens, ich weiß noch nicht genau, ob es ein Luigi's Mansion 2 Stream geben wird. Und zwar zum... Ihr wisst schon. Online-Modus. Das war's, ja? Warte mal, jetzt kann ich hier... Du? Ah ja, eine Kiste. Voll mit Geld. Für was auch immer ich das Geld brauche. Wenigstens geht's meiner Lebensanzeige wieder etwas besser. Ehrgarten-Katakomben. Es gibt einen Ehrgarten. Was? Och Gott, was ist das denn bitte? Ja, ach komm, als ob ich da drauf Lust habe. Okay.
Warte mal, kann ich zu dem Sarg hin? Nee, oh. Wie ich da reinkomme, kein Plan. Mann, wenn ich wüsste, wo lang. Och, nö. Wisst ihr gar nicht, wie frustrierend das ist. Warte, bin ich jetzt hier lang Wieso muss es solche Labyrinthe geben? Warte mal. Alter. Macht sowas nicht. Bislang bin ich relativ richtig, oder? Bitte. Alter, das ist so eine Verarsche. Keine Ahnung, wo soll ich denn jetzt bitte lang? Hier? Ach, hier ist eine Tür. Wo bin ich hier denn gelandet? Im Irrenhaus. Da ist ein Juwel. Boah, ich hoffe, ich schaffe das von der Zeit her, Alter. Was machen die hier bitte? Aber wir sehen schon, sie haben wirklich viele Juwelgeister. Also mit den... Ihr wisst schon. Es gibt solche Erschreckungsgeister. Also ernst. Ja, nimm den erstmal. Ist mir recht. Ah, scheiße, ich habe extra abgebrochen. Ja, jetzt seht ihr alt aus, ne? Ich meine, hier war auch der Buhu. Ja, hier ist er. Du hast die Ehre, mit den großen Feldherrn Nabuleon Bonaparte. Nacht für Nacht ziehe ich in die Schlacht bei Batebu. Heute verliere ich nicht. Alle Buhus haben bislang verloren. Und das Haus hoch. Warum solltest genau du verlieren, nur weil du Nabuleon heißt? Das ist natürlich eine Anspielung an Napoleon. Nein, mach das weg. Passt ja auch relativ gut hierher. Ja, jetzt war es leider nicht vollkommen aufgeladen, aber ich glaube, ich muss mal zusehen, wie ich dieses Gameplay euch... Was jetzt, ob es das nicht war? Ob ich euch das Gameplay wieder irgendwie ein bisschen beschleunigen muss. An manchen Stellen zumindest. Oder ich muss mal gucken, wie ich es euch schneide, weil... Ja, komm, es ist aber auch lächerlich teils. Wenigstens kann ich mir nicht mehr so schnell die Hände an der düsteren Lampe verbrennen. Weil das war immer sehr, sehr nervig. Der Raum ist dennoch dunkel. Wegen der dunklen Vergangenheit. Gut, dieses Juwel sollte relativ klar sein, wie man das bekommt. Oh nein. Ich hoffe, man fällt nicht zurück an den Anfang. Nee, man kommt dann hier raus. Soll ich riechen, wo ich lang soll? Ich will ja nichts sagen, aber ich weiß, dass ich irgendwas machen musste. Mit einem Ritter für das letzte Juwel. Aber ich weiß leider nicht genau was. Moin. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ja, Crap, hier wollte ich doch noch gar nicht hin. Hier ist nämlich auch ein Juwel. Ja, aber das dritte. Ja, Mister, müssen wir uns nochmal kurz umgucken, was ich jetzt mal kurz machen werde. Ich weiß nicht, muss ich dafür nochmal hier zurück? Das würde aber keinen Sinn ergeben, weil ich meine, ich muss irgendwas anzünden. Das ist klar. Okay, ich habe was gefunden, bin allerdings zu blöd gewesen und bin aus Versehen wieder weggegangen. Ja, es ist aber auch nervig. So. Hier müsst ihr noch vorbeikommen, glaube ich. Dann ist hier nämlich kein Ritter. Und genau mit dem hat es höchstwahrscheinlich zu tun, oder? Hä?
Was willst du mir denn sagen? Ich verstehe es nicht. Was? Okay, ich weiß nicht, was genau das hier ist, aber ich kann auf jeden Fall... Warte mal, hat er mir den Gang gezeigt dazu? Ja, crap, ich hoffe, das brennt jetzt nicht aus, weil das wäre echt lächerlich. Okay, ich hab's. Hier ist ein Juwel. Okay, sehr gut. Dann bis gleich. Ja, ich bin auch froh, dass ich da raus bin. Ich glaube, ich bin hier echt noch 2 Minuten rumgelaufen und habe echt versucht, da rauszukommen. Orientierungssinn ist halt gleich bei Null. Danke. Das Herz nehme ich gerne. Was ich auch gerne nehmen würde, ist dieser blöde Polterpinscher. Danke, aber was soll ich mit dem Geld? Wo geht es denn weiter? Hä, wo geht es denn bitte weiter? Schlucht, ja, schön Schlucht, aber was soll ich hier bei der Schlucht? Ich glaube, ich muss mich zurück an den Anfang. Hä, ich bin zum allerersten Mal wirklich überfragt, wo ich lang soll. Warte mal, der Polterpinscher ist hier aber auch nie gewesen. Das muss man ja auch dazu sagen. Ich gehe mal kurz zurück. Warte, 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 hier geht's auch noch weiter. Wartet mal. Ich habe jetzt mal die... Okay. Das hat mir jetzt einiges gebracht, dass ich das mal genutzt habe. Da ist er. Bitte renn nicht immer weiter weg, das ist echt scheiße. Ich meine, es ist zwar nicht schlecht, damit bekommen wir hier wenigstens schon mal einen kleinen Überblick. Alter, was machst denn du hier? Dich habe ich hier aber überhaupt nicht erwartet. Es kommt noch mehr davon, oder? Wait. Ich muss in die mittlere Zelle, oder? Weil die ist abgesperrt. Okay. Dreh das einfach mal um. Müssen uns beeilen. Ah ja, okay, so geht das schon mal auf. Was soll ich jetzt hier? Da ist er. Du Assi. Tut mir leid, aber... Ja, und was jetzt? Hä, was soll ich denn jetzt machen? Ja, hä? Wie lange hast du jetzt gebraucht, um zu reagieren? Meisterlich, Luigi. Dieser kleine Reißaus gehört definitiv an die Leine gelegt. Huch, was ist das denn? Du hast dich sehr weit vom Schlosseingang entfernt. Sparen wir dir die Lauferei und boxen dich lieber rasch zurück, ja? Dann mach dich mal bereit. Danke, weil ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, da nochmal hinzulaufen. Aber interessantes Schloss jetzt schon mal. Ich freue mich tatsächlich schon, weiterzumachen. Hab zwar jetzt relativ lange gebraucht, sondern 2 Sterne-Rang, aber ist okay. Vielleicht muss ich auch nichts beschleunigen, das wäre auch schön. Da bist du ja wieder. Toll, da, wie du den kleinen Flitzer den Haustürschlüssel wieder abgeluchst hast. Nun könnte man fast meinen, der Hund hätte das Herrchen Gassi geführt. Haha. Ich hoffe auch, dass er jetzt wirklich mal drinnen bleibt und nicht nochmal irgendwann in einer Mission kommt. Oh, da ist er, neuen Geist gefangen. Das kommt auf mein Konto. Nanu, sieht aus, als bleibe der kleine Rabauke diesmal bei uns. Gut, dass ich die Geisterdichtung seit dem letzten Mal ein wenig versteckt habe. Komisch, dieses Mal bist du gar nicht so vielen Geistern begegnet. Aber das war ja auch nicht das Trugschloss selbst, eher sowas wie der Keller.
Wer weiß, wie es da oben zugeht. Das Schloss sieht ganz anders aus, als ich es in Erinnerung habe. Ob dort neu gestrichen wurde? Egal, ich stelle den Voxelporter jedenfalls so ein, dass er dich direkt an die Haustür bringt. Wieso legst du so lange nicht eine Übungsründchen im Wölberturm ein? Du musst schließlich in Topform sein, um im Turok-Schloss zu bestehen. Ich glaube, in Topform bin ich, glaub mir. Gut, damit war's das mit E1. Ich bin schon gespannt auf die nächste Mission. Ich hoffe ja auch, denn ich bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Luigi's Mansion 2. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Bis dann. Thank you.